Hey, guten Morgen, liebe Leute. Ich bin in der Stadt unterwegs und wollen wir nicht einfach mal gucken, was uns die Herzberger Kulturtafel anbietet? Vorher aber bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Jo, und hier schauen wir einfach mal. Herbst-Tanztee am 21. Oktober um 15 Uhr im Martin-Luther-Haus. Veranstalter ist der Seniorenbeirat Herzberg. Ein Abend wie zu Luthers Zeiten. Die Region feiert Reformation. Montag, der 31.10. um 18 Uhr in der Nikolaikirche. Unten gibt es ein Krimi-Dinner. Der Teufel der Rennbahn. Freitag, der 12.10. von 19 bis 23 Uhr im Englischen Hof. Keine Abendkasse. Tickets, da muss man halt die Telefonnummer anrufen. Veranstalter ist World of Dinner GmbH. Dann haben wir hier Wanderung Harzclub Schwarzwald, Sonntag, 14.10. um 9 Uhr, Treffpunkt Einhornstraße. Wir schauen dann mal bei der nächsten Seite direkt weiter, ob man das dann halt lesen und erkennen kann. Verkaufsoffener Sonntag in Herzberg am 14.10. von 13 bis 18 Uhr vom Verein für Wirtschaft und Handel. Dann haben wir hier Begegnungen, die gute Stunde am 14.10. um 15 Uhr im Rittersaal im Welfenschloss, Sprechtheater mit Arnim Schübring. So, was haben wir da? Herzrasen kann man nicht mähen. Samstag, 27.10. um 19 Uhr in der Christuskirche mit Science Slammer Johann Heinrich von Borstel. Auf Wunsch von Herrn Borstel wird am Ausgang um eine Spende für die Bahnhofsmission Berlin gebeten. Unten haben wir dann Heimat- und Geschichtsverein, Vortragsabend am 18.10. um 19.30 Uhr, Michael Reinboth im Englischen Hof, 150 Jahre Eisenbahn Nordheim-Herzberg. Darunter haben wir dann Herzberger Schlosskonzerte, Samstag, 20.10. um 17.15 Uhr im Rittersaal, Konzertsalon Trio, Förderverein Schloss Herzberg. Dann gehen wir mal weiter, was wir hier noch auf der anderen Seite entdecken können. Da ist dann Theaterfreispiel. Der Teufel liest auch Kleinanzeigen. Im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium am Samstag, dem 20.10., 27.10., 3.11. und 10.11. jeweils um 20 Uhr. Vorverkauf Buchhandlung am Markt. Dann sehen wir hier unten: Willkommen Herbst, auch du bist schön und frisch, wie ich heute Morgen feststellen durfte. Und dann sehen wir hier: Das mit den Prinzen haben die Frösche nur erfunden. Naja, dann als letzte Veranstaltung: Traditionswanderung Großer Knollen am 21.10. um 9 Uhr, Busbahnhof. Da geht es dann über den Gödicke-Platz, Schadenbeeksköpfe, Hohe Feld, Langenthal, 16 Kilometer vom Harzclub e.V. In Herzberg ist immer was los, da kann man was machen, man muss sich nur aufraffen und vor die Tür gehen, sich vielleicht hier an der Herzberger Kulturtafel erkundigen und schlau machen, was für einen in Frage kommt. Wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, macht es in jedem Fall Spaß. Einfach mal den Sprung ins kalte Wasser wagen.